Allah hat alle lebenden Wesen mit Eigenschaften ausgestattet, die auf die Umwelt, in der sie leben, abgestimmt sind. Jedes Lebewesen nutzt diese Eigenschaften, um sich zu schützen oder zu jagen. Einige Tierarten wenden hierbei außerordentlich raffinierte Tarnungstechniken an. Die einen versuchen es mit Mimikry, andere wenden verschiedene intelligente Taktiken an. Sie werden in diesem Film einige faszinierende Beispiele von Tieren kennenlernen und dabei Gelegenheit haben, Beispiele der Schöpfung Allahs in der Natur zu beobachten. Tarnung ist ein unabänderliches Grundelement im militärischen Leben. Den Feind anzugreifen, wenn er es am wenigsten erwartet, beziehungsweise sich selbst bei einem Angriff des Feindes tarnen zu können, sind wichtige Aspekte der Kriegsführung. Das Gleiche gilt für die Fähigkeit, sich bei einem Angriff wirkungsvoll zu tarnen. Es ist faszinierend festzustellen, dass nicht nur der Mensch, der über Macht des Verstandes verfügt, diese Technik mit erheblichem Aufwand und nach detaillierter Planung anwendet. Auch Tiere sind dazu fähig. Die Körper von Tieren, die sich tarnen, wurden mit Farben und Formen erschaffen, die sich vollkommen an die Umwelt anpassen, in der diese Tiere leben. Einige dieser Tiere passen sich so hervorragend an, dass es nahezu unmöglich ist, sie von der umgebenden Flora und dem Blattwerk zu unterscheiden. Eine Spinne, die die gleiche Farbe aufweist wie die Pflanze, auf der sie lebt. Eine Schlange, die so bewegungslos ist wie ein Zweig. Ein Insekt, dessen Flügel die gleiche Farbe hat wie trockene Blätter. Ein Frosch, der die gleiche Form und Farbe annimmt wie die ihn umgebenden Pflanzen. All das sind faszinierende Beispiele von Tarnung. Diese Beispiele zeigen uns, dass Tarnung eine speziell erschaffene Technik ist. Die Farben und Strukturen von einigen Lebewesen gleichen der Flora, in der sie leben. Es ist zum Beispiel äußerst schwierig, einen Tiger zu erkennen, der sich in einer gelb gefärbten Vegetation versteckt. Löwen wurden in der gleichen Farbe erschaffen wie die Ebenen, in denen sie leben. Damit fällt es ihnen leicht, sich in der Vegetation zu verbergen. Wie ein getarnter Soldat pirschen sie sich langsam an ihre Beute heran. Dank seiner natürlichen Tarnung fällt es auch einem Gepard leicht, sich unbemerkt seiner Beute zu nähern. Wenn seine Beute ihn bemerkt, ist es bereits zu spät. Einige Meister der Tarnung leben an den Polen, den kältesten Gebieten der Erde. Wir werden gleich die außergewöhnliche Tarnung eines Vogels sehen, der in diesem Klima überlebt. Es ist Herbst in einer schneebedeckten, felsigen Gegend. Hier irgendwo sind zwei Polarvögel verborgen. Können Sie sie erkennen? Es ist nahezu unmöglich, sie in ihrem natürlichen Habitat ausfindig zu machen, denn ihre Federn sind derart strukturiert, dass sie die natürliche Umgebung der Vögel perfekt imitieren. Betrachten wir die weißen Federn des Vogels ein wenig genauer. Sie sind eine exakte Kopie des Schnees. Die freien Flächen des Bodens, auf denen kein Schnee gefallen ist, sind getreu auf den Federn nachgebildet. Der Boden und der Vogel sind exakte Kopien voneinander. Es ist fast unmöglich, sie voneinander zu unterscheiden. Es ist Winter und der Schnee deckt alles zu. Eine wundersame Änderung vollzieht sich im Körper des Vogels. Alle dunklen Federn verschwinden und nur die weißen bleiben zurück. Und erneut ist es nahezu unmöglich, den rein weißen Vogel im Schnee zu erkennen. Der Vogel selbst ist sich all dessen nicht im geringsten bewusst. Und doch ist sein Körper erneut vollkommen getarnt. Die dunklen, um seine Augen angeordneten Haare verhindern, dass der Vogel von dem Licht geblendet wird, das der Schnee reflektiert. Es ist Frühling und der Schnee hat begonnen zu schmelzen. Pflanzen brechen sich ihren Weg durch den Schnee. Im Gefieder des Vogels erscheinen neue Federn in der grünen Farbe der Pflanzen. Es ist Sommer und der Schnee ist vollkommen abgeschmolzen. Das Land ist bedeckt mit grüner Vegetation. Und erneut hat der Polarvogel seine Tarnung geändert. Wenn Sie ganz genau hinschauen, erkennen Sie, dass erneut eine zuvor geplante Änderung eingetreten ist. Jetzt ist der Körper des Vogels mit Federn bedeckt, die der Vegetation gleichen. Erneut ist das Tier kaum zu erkennen. Dieser wundersame Wechsel in der Tarnung bedarf natürlich einer Erklärung. Es ist ausgeschlossen, dass der Vogel aus eigenem freien Willen die Farbe seines Gefieders so festgelegt hat, dass sie jeweils den vorherrschenden Bedingungen entspricht. Seine Intelligenz reicht nicht einmal dazu aus, zu verstehen, was Tarnung überhaupt bedeutet. Wer ist es dann, der in diesem Falle dem Vogel diese außerordentliche Fähigkeit zur Tarnung verleiht? Wer weiß, dass die Tarnung den sich ändernden Jahreszeiten angepasst werden muss? Wer hat die Farben und Strukturen der Umgebung wie ein Künstler auf die Federn übertragen? Auf diese Fragen gibt es nur eine Antwort. Allah hat den Vogel erschaffen und ihn mit den Eigenschaften ausgestattet, die wir hier gesehen haben. Meister der Tarnung trifft man nicht nur in den Wäldern oder im Schnee an, sondern auch in den Tiefen der Meere.